Der Meinung, Okay, dass es ein let's Amerikaner take it ist. over to Der auch Jonathan Final Fantasy den and Nemesis SpongeBob Rand, glaube ich, als SquarePants Weltrekordhalter hat. Ah, okay. Übrigens, XR91 ist sie definitiv nicht, weil der ist gerade online. Also der streamt gerade selber. Okay. Das wäre ein bisschen seltsam. Ja gut, wie gesagt, wir sind auf das Spiel jetzt nicht vorbereitet, weil es nicht geplant war. Also können wir dazu jetzt herzlich wenig sagen. Aber für euch ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Oh Gott, der schon wieder. Nein, Quatsch. Hi. Also Teil 2, da muss ich jetzt mal schimpfen, der hätte sich wenigstens ankündigen können. Aber hallo. Hi. Was, du willst mit mir schimpfen? Ja. Ja. Kloppt euch, ich bin Schiedsrichter. Weißt du, was ich dazu sage? Oh Gott. Fick dich! Oh. So, jetzt habe ich es dir gegeben. Jetzt bist du psychisch total labil und du musst jetzt zusammenbrechen, habe ich jetzt beschlossen. Nee, ich esse ein Gummibärchen, weil ich dazu einfach nichts zu sagen habe. Ach, du bist doch Schmeckt langweilig. aber Mit dir kann man sich lecker. gar nicht streiten. Okay, also ist auf alle Fälle ein Plattformer. Das Ja, kann ich jetzt es schon mal ist ein sagen. Plattformer und es ist anscheinend nicht so hart strange wie das SpongeBob-Game bei, ich glaube, es war die ESA. Okay, das habe ich glaube ich gar nicht gesehen. Weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, in dem vergangenen Marathon hatten wir auch ein SpongeBob-Game. Und das war halt hardcore strange. Einfach nur hardcore Okay. strange. Ohne es flamen zu wollen, es war einfach wirklich hardcore strange. Oh, okay. Außerdem, ich habe Übrigens. mir gedacht, da das jetzt eh Trash Talk wird, könnt ihr bestimmt ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ja, Trash-Talken kannst du ja auf jeden Fall. Ja, Ja, ich mittlerweile schau gewohnt. gerade, das ist jetzt die. Ach, die GBA-Variante. Ach nee, ich hatte gerade geguckt, weil das Spiel gibt es halt für Game Boy Advance, PS2 und PlayStation, also die Links erste. oben steht sogar, dass es GBA Ja, ist. deswegen da. Ich hatte das nur eben gesucht, das war sonst in letzter Zeit immer unten rechts, aber ich glaube, das war in unserem Layout, ne? Ja. Nee. Nee, in unserem Layout stand jetzt beim letzten auch oben links, okay. Ich Nee, hatte es bei noch uns in steht das Erinnerung, auch dass gar es. nicht drin. Das ist bei denen im Layout. Das ist alles bei denen im Layout Nee, nee, eingebettet. nee. Nee, aber vorhin hatten wir irgendwo mal ein Layout, wo das ja alles unten rechts stand, die Infos. Und da hatte ich jetzt eben Ach geguckt und so, das so auf die Schnelle ja, nicht gefunden. okay. Oh. Aber dann bist du wenigstens auch noch vertreten bei dem Marathon hier, also bei dem Sorry for the sudden Mini-Marathon. additional run. We're ahead too much. Rest us. Ich Usually meine, afterwards. Ja, ich. Krull ist gerade bei uns im Chat und hat auch gesagt, ja, Entschuldigung für das Spiel jetzt, Ach aber so. wir sind eine halbe Stunde zu früh dran und der Rest wird wieder wie planmäßig verlaufen. Okay, no problem, Krull. We're gonna go a little bit with the trash talk. It's not too bad, don't worry. It's everything okay, the Trash Talk Master is here. Wow. Ja, aber wie gesagt, also an Chat jetzt, das ist eigentlich eine ganz gute Zeit, Möglichkeit, wie auch immer, um allgemein so ein paar Fragen zu stellen zu, weiß ich, Germans, zu Speedruns und dergleichen. Ne? Und darauf können wir jetzt ganz gut eingehen, weil, wie gesagt, auf das sind wir jetzt nicht vorbereitet. Ja, also ich habe mich halt für den Marathon nicht gemeldet, weil heute Polterabend und morgen gehen wir auf Kirmes und morgen ist auch noch Wählen angesagt und bla bla bla. Und da hätte ich es nicht hinbekommen, was irgendwie auf die Beine zu stellen, vernünftig. Da habe ich Ja. halt einfach Ist ja nicht gesagt, schlimm, es I'm gibt out ja of genügend. here. Eben. Das Ich ist ein hab. Kerl, der spricht. Das sind sogar drei hier in Nelevita. Was ist Germanisch? Et veni Randros. Oh Gott. Gott, Allein die Namen dafür werden immer dürften. beschissen, oder? Ja, allein dafür dürften wir die Frage eigentlich gar nicht mehr beantworten. Die ist Außerdem sowieso fehlt da von Hiroki Maro, noch also mit kannst im du eh Namen. ignorieren. Ja, gut. ach, was wollte ich jetzt sagen? Verdammt, jetzt ist es weg. Aber irgendwas wollte ich eben noch sagen. Ihr Ah, nicht, ich keine rede mit dem Ahnung. richtigen Stream. Okay, Nelevita, okay. Okay.
Ach so, ja, der. Und schon zu Hause, ja, Soul Phantom. Ich sag's mal so, ich war so ziemlich der Einzige, der da richtig, soll ich sagen, ist richtig Gas gegeben hat bei Polterabend, also so mit den Scherben rumverteilen und tralala und bibabo. Also die ganzen Leute, die haben, ich glaube um 10 oder so, da um 9 hatten die schon ihr ganzes Pulver verschossen. Oh. Das war bäh. Übrigens bei dem Boss muss er jetzt offenbar mit diesem Schmetterlingsnetz die, keine Ahnung, diese Wolken da einsammeln. Und oder sollen es, ja, waren es doch Babyquallen, okay. Und ja, ihn dann halt treffen, dadurch hat er Energie verloren. Man muss die höhere Logik dahinter jetzt nicht verstehen. Nö, weil es ist halt ein Platz diskutieren. Also. Genau. Ja. Ansonsten. Ja, scheint es zu dem Spiel aber eh nicht allzu viel zu sagen zu geben. Also ja, doch, da Damage boostet er sich gerade ziemlich hart. Ja. Und hat keinen Schaden gekriegt von den Stacheln, warum auch immer. Weiter, das ist eine Sie. Genau, also ist eine Runnerin. Der Peter meint, dass die Person, die da spricht, eine männliche Stimme hat. Ja, das ja, aber das ist halt der. Daneben oder dahinter? Ich erkenne das gerade nicht so hundertprozentig. Aber der Runner ist auf alle Fälle weiblich. Ich meine, gut, das sagt schon der Name. Ja, also ich kenne keinen Typen, der Jessica heißt. Ja, nee, ist ja nicht schlimm. Keine Absicht, das habe ich dann vercheckt. Ist okay. Alles gut. Das, wie gesagt, ist ja nicht schlimm. Was? Warum wird mir die... Ach, Maus. Hm? Da ist man kurz auf WC, kommt wieder und dann hört man... Nicht nur Veni und Hiroki, sondern auch noch Taitai, bin ich jetzt im Himmel. Wenn du dieses meinst. Ja. Ist okay. Danke für das Kompliment. Komplimente, ekelhaft sowas. Da kommen Veni und ich gar nicht mit klar. Es geht gar nicht. Nee. Also Veni, du bist doof, um das gleich mal wieder auszukompensieren. Du auch so. Jetzt ja, habe ich es dir richtig schön gegeben. Das kam heute auch. Jetzt geht's mir wieder besser. Ich glaube auch von. Was, Alpha? Was? Irgendjemand hat heute schon mal geschrieben, Veni, du bist doof. Also, Weser hatte das ganz am Anfang mal irgendwie reingeschrieben. So, ja, genau. Veni ist nicht so toll. Weil ich also kritisiert habe, dass er da bei Kommentator irgendwie reingeschrieben hat, Weser ist so toll. Und, dann, und bei Lilie ist der Beste, genau. Ja, genau, irgendwie so. Irgendwas war da. Irgendwie manche Sachen kann ich mich erinnern, aber nicht zeitlich zuordnen. Boah, was, fast nicht alle auf einmal. So, was, wie war der Stream bisher? Ich hab gefragt, wie war denn BSG bisher, weil ich hab von BSG eigentlich noch gar nichts mitgekriegt. War bisher vollkommen okay. Also die hatten zwischendurch mal ein paar technische Probleme, also das heißt die technischen Probleme hatten halt ein paar Frame-Drops, aber das hat sich jetzt offenbar auch komplett erledigt. Aber ja, ansonsten lief alles gut, also Schedule-mäßig sind die sogar richtig gut unterwegs. Na gut, jetzt sind sie halt eine halbe Stunde voran, weil Mystic Quest halt deutlich kürzer war als geplant. Ja, der hat irgendwie an einer Stelle extrem abgekürzt. Mhm. Gut, hey, Mausebären, Grüße in die ganze Runde. Okay. Und okay. Wurstwasser, hi, Wurstwasser, Walter. Ja, schöne Grüße zurück. Genau. Yeah, er hat reingeschrieben, plus Teil und mit einem Smiley in Brand. Ne. Das hast du jetzt erst gemerkt? Ich hab ein Smiley gekriegt. Ja, ich achte auf den Chat. Ach so. Ich hatte eben auch mal ganz kurz ein Herzchen vor Veni, aber das ist keinem irgendwie aufgefallen. Oh. Willst du es also wieder haben? Nö, nicht wirklich. Das ist mir viel zu kitschig. Nein, ich krieg's ja eh nicht mit, weil ich ja im Moment sowieso den Mainstream gucke. Ich habe alle Streams offen und noch also, mein Laptop als Backup steht. Wir haben kein Ausrufezeichen Main, das ist uncool. Doch, Mainstream haben wir. Ach du lieber Gott. Ja. Ich musste auch mal gucken, war das jetzt Main oder Mainstream? Aber ich habe es vorhin gerade eingegeben, ach, deswegen weiß ich es halt noch. Main an, damit ich früh genug mitkriege, wenn sich die Sammlei hier erledigt hat.
Genau. Ich meine, allzu lange scheint es ja nicht zu dauern. Erst mit 30 Minuten. Wie gesagt, Weltrekord lag bei, was war das, 21 Minuten oder 22? Ich schau kurz. Doch, ich habe es offen. Ich habe nur so viel offen. 21:57. Ja gut, Traumfolge. Wenn er das Estimate nicht gesprengt hat, sondern ihr nur Angst davor hattet, dass er das Estimate sprengt, dann geht's ja noch. Eben. Sagen wir mal so. Also es war eine knappe Minute unterm Estimate im Endeffekt noch. Ja, dann ist doch aber okay. da war es schon eng. Also das war auch der so ziemlich engste Run, was das Estimate anging. Aber da ist auch viel schief gegangen, muss man dazu sagen. Und Veni, du hast übrigens Fangirls. Oh, weil schon wieder. Siggy Bloodsport meint, Veni ist eh der geilste. Nee, also Siggy Bloodsport meint eigentlich, dass ich nur notgeil bin. Ach so, ja, gut, so ist das gemeint, wieder. Ja, ja. Hm? Das verstehe ich jetzt wieder, ist okay, ist okay. No fishing for compliments, oder wie? Genau. Und Venom, ich kenne das eigentlich auch so, dass die Polterabende so bis irgendwann morgens gehen, aber wie gesagt, das war so eher ein Low-Level. Oh, er ist gestorben, nicht gut. Das war eher so ein Low-Level-Polterabend, sag ich mal. Oh, okay. Wenn ich mal dran denke, also ich bin damals halt in der Grundschule mal beim Polterabend gewesen und ich glaube, selbst da war ich länger wach. Oder also länger, selbst da ging es länger, so. Bei einem Polterabend, den ich mal mitgekriegt habe, da waren die wirklich morgens, also nachts um 4 noch am Kehren. Ah, okay. Nur die waren halt, also meine Kollegen, die waren jetzt schlau. Die waren hingegangen und haben sich einen Container bestellt und haben halt alles, haben sich dann immer so Häufchen gekehrt und haben dann das Ganze direkt in einen Container verfrachtet. Ah, also was okay. Das angeht, waren sie nicht blöd. So. Ich habe von der Hochzeit gehört, wenn ich mal kurz dazwischen funken darf. Ja, ja, klar. Die haben das alle in den Container gesammelt und als die Firma kam, die kam tatsächlich noch abends, um diesen Container abzuholen, haben die den Container nochmal direkt vor die Haustür geschüttet und sind weggefahren. Wow. Also es war eine Anweisung von den Leuten. Also das war tatsächlich gewollt. Also wenn es da mir gegangen wäre, ne, und wenn... wenn ich Trauzeuge wäre, bin ich halt nicht, aber wenn ich Trauzeuge wäre, ne, ich wäre ja noch viel schlauer gewesen. Ich wäre ja hingegangen und hätte ein eigenes Schloss mitgebracht und hätte das Ding mit meinem Schloss zugemacht. Aber was habt ihr eigentlich mit Container und dergleichen? Also ich kenne Polterabend nur, dass man halt, weiß ich, irgendwie altes Geschirr nimmt und das da ja quasi durch die Gegend wirft. Ja, was glaubst du, was da zusammenkommt? Ja, du musst ja logischerweise auch einen Container da haben. Ach, mit Container meint ihr jetzt Müllcontainer oder ja, was? Ja, nein. Also ach so. So ein Baucontainer, so ein 5x3 Meter und 2 Meter hohes Ding. Ja. Okay, okay. Aber wie gesagt, die ganzen Gäste, wo da waren, also ich habe auch zu spät geschaltet. Ich hätte da anders schalten können, weil mein Vater arbeitet ja auf dem Wertstoffhof. Ah, okay. Und ich hätte da früher anders schalten müssen, einfach, aber ich hatte einfach zu viel Stress in der Vergangenheit. Aber von den anderen ist auch keiner mal auf die Idee gekommen, irgendwie mehr zu bunkern oder so, ne? Gar nichts, null. Und das war halt, ja. Das dickste, was dabei war, war eine Kloschüssel und ein Waschbecken. Oh, wow. Also, mein Kollege schreibt jetzt gerade, dass sie jetzt gerade losfahren. Also, um 1.16 Uhr hat sich der Polterabend schon erledigt, also lame. No, wow. Das ist doch eher ein Polternachmittag dann. Ja, dann aber egal. Schon, ja. Aber Mi schreibt auch gerade, und das wollte ich nämlich auch vorhin schon mal sagen, das läuft irgendwie gerade nicht so wirklich bei ihr. Nee, es ist mir auch aufgefallen, also... Aber ich würde tatsächlich gestorben, aber ich meine, was willst du da jetzt groß zu sagen noch? Ja, eben. Nee, aber mich würde mal ihre PB interessieren. Wie gesagt, die steht halt auf speedrun.com nicht dabei. Okay. Und hallo Elrond übrigens. Moin. Morgen oder Abend oder wie auch immer. Also ich würde im Moment eher Abend noch sagen. Ja. Ich habe ja versucht, noch mal ein bisschen zu schlafen. Gestern Abend, von daher ist es für mich früh, aber ich habe das irgendwie nie hingekriegt. Ah, okay. Also mein Kollege schreibt jetzt gerade, wir sind jetzt losgefahren, Gott freue ich mich auf mein Bett. Ey, das ist so eine Pussy, ohne Scheiß.
wenn ich, wie gesagt, wenn ich Trauzeuge gewesen wäre, dann hätte das Ding, das hätte nicht vor heute Morgen um, keine Ahnung, 8 oder 9 Uhr aufgehört. Ja, aber für sowas ist doch der Junggesellenabschied, das ist doch kein Polterabend gedacht. Ja doch, beim Polterabend, da gibst du auch Gas. Also ich kenne das eigentlich so, dass der Polterabend geht bis am nächsten Tag wirklich um, keine Ahnung, 6, 7, 8 Uhr. So kenne ich das. Also das war der Junggesellenabschied, den wir vor 3-4 Monaten hatten. Und dann vor der Hochzeit, ich bin dann tatsächlich erst den Tag vor der Hochzeit angekommen, war aber noch ein Tag davor, Polterabend, und da schrieb dann noch einer eine Nachricht, wollen wir uns nochmal auf ein Bier zum Abschied treffen? Und da schrieben alle zurück, nee, ich bin noch Knülle von gestern. Ja, und damit war das dann auch erledigt. Und der Bräutigam war auch sehr froh, weil der hatte nämlich auch ganz schön Durchhänger wohl. Okay. Also, Alpha hatte vorhin geschrieben, im Mainstream kommentiert der Runner das Game. Okay. Aber ich habe jetzt mal Vollbild gemacht, tatsächlich bewegt sie ihre Lippen dabei. Also, dann hat sie halt eine relativ männliche Stimme. Boah, passiert. Warte mal, das interessiert mich jetzt auch. Ich mache jetzt mal den Mainstream an hier. Nee, aber das Geile ist, der Junggesellenabschied, der ist in 2 oder 3 Wochen. Okay. Muss ich mal gerade gucken. Oh, okay, da hat er jetzt gerade ein bisschen geskippt. Er hat halt so eine Seifenblase benutzt und ist damit über den Abgrund rübergekommen. Der hätte eigentlich erst nach unten gehen müssen und von dort unten dann irgendwie wieder hoch. Ja, in 4 Wochen ungefähr ist der Abschied. Also ich bin der Meinung, dass es ein Transgender ist. Also sie hatten Adamsapfel, wenn man hinguckt. Alter, mach jetzt nicht diese Geschlechterdiskussion, ohne Scheiß. Das hatten wir vorhin sogar schon mal. Ich hab das bei Breath of the Wild, habe ich das gemacht. Ich räume den Chat auf. Garantier's euch. Nee, wir hatten das vorhin bei, bei welchem Spiel waren das? Ich glaube bei einem Sonic-Spiel? Also ich habe mir jetzt gerade nicht ganz sicher gekriegt. Also, nee, aber irgendwie hatte ich das vorhin mal mitbekommen, dass da halt bei irgendeinem Spiel auch die Diskussion war, ist das jetzt ein männlicher oder ein weiblicher Runner? Und da wusste ich halt tatsächlich auch nicht. Da habe ich es bis zum Schluss nicht rausbekommen. Ja, aber im Endeffekt ist es ja egal. Im Zweifelsfall, wenn man sagt, keine Ahnung, ich finde, wenn man einfach hingeht und sagt Runner, dann ist das in meinen Augen sogar noch eigentlich eine ziemlich neutrale Ausdrucksweise. Ja, an sich schon. Und deswegen sag ich, wenn ich es nicht weiß, sage ich einfach Runner, fertig. Es genau. Ist mir scheißegal, ob es männlich oder weiblich oder was weiß ich, was ist. Eben. Das macht ja für den Run an sich überhaupt Weser, keinen Unterschied. Ganz kurz, Veni. Weser, die haben SpongeBob spontan reingeschoben, weil die eine halbe Stunde vom Schedule sind. Genau. Und wir haben von dem Run überhaupt keine Ahnung. Und ja, cool war auch eben im Chat und hat sich dafür entschuldigt, aber ja. Ja, es ist ja nicht schlimm. Wie gesagt, dann machen wir in der Zeit ein bisschen Trash-Talk, weil darauf konnten wir uns ja nun schlecht vorbereiten. Und dann, ja, geht's bei Evolent dann wieder normal weiter. So, mehr oder weniger. Also Cool hat auch schon gesagt, dass also nach diesem Run geht's wieder ganz normal weiter. WTF, ich dachte, hier läuft FF. Nö, FF ist schon seit 17 Minuten Geschichte. Genau. Das ist, doch seit 17 Minuten, beziehungsweise mittlerweile seit fast einer halben Stunde. Wir hatten ja auch noch Setup-Zeit dazwischen. Seitdem ist Mystic Quest, also Final Fantasy Mystic Quest vorbei. Jetzt wurde halt spontan SpongeBob mit reingebracht, weil Mystic Quest ein bisschen früher vorbei war als gedacht. Und danach kommt dann ganz normal Evolent wieder. Ja, Trash Talk können wir, Weser. Das haben wir ja extra bei dir gelernt in dem Seminar. Achso, Bietersack, ja, das wird halt noch angezeigt, einfach weil wir das jetzt nicht geändert hatten. Wie gesagt, SpongeBob kam halt spontan dazu, deswegen haben wir da jetzt keine Vorbereitungen, also was Weltrekorde und so angeht. Und da haben wir jetzt erstmal gar nichts geändert. Tschö, tschö, tschö. Genau. Also ich werde das jetzt dann gleich ändern, wenn der Run rum ist, dann steht dann der Evolent 2. Genau. Aber wenn wir eh bei Trash Talk sind, was haltet ihr eigentlich von dem Metroid 2 Remake, also Samus Returns? Hat das schon wer gespielt? Was haltet ihr davon? Ich habe ein bisschen was davon schon gesehen und das sieht gut aus, auf jeden Fall. Und also das soll ja... Oh, Entschuldigung. Ah, okay.
Ich wollte nur kurz sagen, das soll tatsächlich auch sehr gut sein, aber ich kann es halt selber nicht beurteilen. Also, ich hab's ja und mir macht's richtig Spaß. Mir macht's wirklich Spaß. Das Spiel. Okay. Cool, cool. Ich habe aber eine ganze Weile gar nicht gemerkt, dass das wirklich ein Remake ist. Ich meine, man konnte es vermuten anhand des Titels, also Samus Returns. Das Original Metroid 2 hieß ja Return of Samus. Aber ich war mir halt nicht ganz sicher, weil es halt irgendwie auch so spielmechanisch ganz anders aussah. Ja, die Macher haben aber gesagt, das ist ein Remake. Aber ja, es ist halt wirklich ein krasses Remake, weil neue Mechanics auch dazugekommen sind und alles. Okay, cool, cool. Ich meine, das Thema hatten wir vorhin nämlich auch schon mal kurz. Spätestens jetzt kann man auch verstehen, warum Nintendo halt dieses AM2R, also dieses Another Metroid 2 Remake, damals vom Markt genommen hat, dieses inoffizielle Remake. Ja. Das wurde ja vom Markt genommen. Ich meine, gut, war halt ein bisschen fies, dass sie ihn das zuerst beenden ließen. Und in dem Moment, als er es veröffentlicht hat, wurde es dann halt sofort von Nintendo, weggenommen. Praktisch, ja. Richtig. Aber ich hab's auf dem PC. Ich wusste ja ganz genau, wann es rauskommt und ich hatte auch so eine Ahnung, dass Nintendo da gleich gegen vorgehen wird. Hatte sich ja vorher schon angedeutet. Und dann habe ich es genau in dem Moment, als es rauskam, runtergeladen und jetzt lasse ich es auf dem PC. Also ich kann's spielen. Aber weißt du, was für ein Game ich wieder für mich entdeckt habe? Na? FTL. Faster Than Light? Ja. Ja. Okay, habe ich selber nie gespielt. Kann das ich überhaupt nicht so sagen. Das ist so ein geiles Game. Ja, es macht sehr süchtig. Das, aber es ey, das ist gefährlich, auch. Oder? So süchtig wie das macht. Okay. Das ist abartig. Was frustriert auch. Also ich habe viele gespielt und ich habe es nicht geschafft, überhaupt einen Raumschritt dazu zu kriegen. Okay. Also ich habe es auf Easy gespielt und es wird ja auch empfohlen, dass man es auf Easy spielen soll, bis man es wirklich, wirklich drauf hat, weil eigentlich ist es ja heutzutage so, dass das normal das frühere Easy, das frühere Hard ist. Aber in dem Spiel ist normal schon richtig, richtig krass knackiger Schwierigkeitsgrad. Das ist schon richtig übel. Aber ich habe ja gestern habe ich so gesagt, oh, du könntest doch mal FTL zocken, ne? Da habe ich gestern nach der Arbeit habe ich mir dann FTL runtergeladen, installiert, bla, Steam und so. Und ich hab's dann gezockt bis die Nacht um 3. Okay. Und ich hab dann mit Kollegen abgemacht, die ich mitgenommen habe. Ah ja, ich bin so um 17:30 bei euch, ne? Und ja, heute halt aufgestanden und dann FTL gezockt. Und um 16:45 Uhr fällt mir dann auf einmal ein, fuck, du willst um 17:30 Uhr bei deinen Kollegen sein. Und ich musste noch duschen, mich rasieren und mich komplett fertig machen. Und hast du es noch geschafft? Ich hab's noch gepackt, ja. Oh, cool, cool. Aber das macht so einen Spaß. Das ist richtig gut. Muss man einfach mal sagen. Das habe ich damals mal gehabt. Da wurde ich nachts um 2 von einem Kumpel angerufen. Ey, hast Bock, in die Disco zu kommen, bla bla. So eine bestimmte Disco da bei uns im Ort. Die war quasi am anderen Ende der Stadt. Ich habe es tatsächlich geschafft, innerhalb von etwas über einer Stunde zu duschen, loszugehen und da anzukommen. Da fahre ich noch schnell unterwegs zu Fuß. Bin ich selber immer noch erstaunt drüber. Aber man ist danach ausgelaugt. Also da ist zumindest der Disco-Abend dann auch nicht so wirklich das Wahre gewesen. Gut, Disco-Abende sind grundsätzlich nie so meins gewesen, davon abgesehen. Eine Zeit lang immer gerne hingegangen, aber dann irgendwann so gab es dann einen Punkt für mich, da war es dann nicht mehr interessant. Das ist ganz komisch gewesen. Also ich kenne viele Leute, die dann älter geworden sind, man mag es kaum glauben, die dann gesagt haben, okay, ich stehe dann doch lieber auf einem gemütlichen Quatschabend irgendwo bei jemandem zu Hause kochen oder so oder trinke irgendwo einen Cocktail, wo man sich nur unterhalten kann. Yep. Und ja. Aber so ging es mir tatsächlich auch schon in relativ jungen Jahren. Also wie gesagt, ich bin halt nie so großartig der Disco-Fan oder so gewesen. Einfach weil, da hat man eh kein Wort verstanden. Ja, bei mir hat das so angefangen, als ich meine Alkoholvergiftung hatte. Oh, okay. Wow. Ja, also bei mir ist es so, ich gehe auch gerne mal eine Runde richtig feiern, sag ich mal. Ne? So richtig mit Alkohol und abtanzen und bla bla bla. Aber ich mache auch genauso gerne einfach nur einen ganz ruhigen, gechillten Abend mit Kollegen. Das
Da kommt halt drauf an. Also ich bin da nicht irgendwie festgefahren, sage ich mal. Ja, klar. Moin, Richard Drack hier. Spielt Tadeus in FF16? Ja, das ist das neue Final Fantasy. Ist gerade erst released worden. Bin aber GBA. Trotzdem Tag. Genau. SpongeBob kam halt ganz spontan rein. Deswegen haben wir das jetzt gar nicht erst geändert, weil wir ansonsten eh keine Infos dazu haben. Und ja, zum nächsten Moin, Spiel Destiny. Werden wir das Ganze mal wieder ändern. Hallo Destiny. Ja, aber es wird nach SpongeBob wird's nochmal ganz normal weiterlaufen mit dem normalen Programm. Genau. Wir haben es auch, glaube ich, Programm, bald geschafft. Schick mal kurz das Schedule rein. Wenn sich das gerade anbietet, da könnt ihr nochmal nachgucken. Also als nächstes kommt dann Evoland und das geht dann bis morgen früh um 7.30 Uhr. Na, heute früh. Ich war's, ne? Oder ja, heute früh. Hm. Okay, morgen früh, das wäre doch ein bisschen hardcore. Ja. Ach, ihr seid doch alles Pussys, ey. Oh komm, 30 Stunden durchkommentieren muss man auch erst mal schaffen. Where is the fucking problem? Ich sag nur ESA 16. Ich überleg gerade, ja, da. Aber wie lange hattest du da am Stück kommentiert? Das war eine Weile auf alle Fälle. Mal gerade denken, also. Ich habe auf jeden Fall 23-7 Schichten geschoben. Mhm. Und ich glaube zu wissen, dass ich auch einmal wirklich so über 24 Stunden gegangen bin, wirklich. Aber ich will ja die alte Wunden wieder aufreißen, aber war das der Stream, wo man dich hat schnarchen hören? Nein, das war ESA Germany. ESA Germany, ja. Das war ESA Germany. Wo ich. Aber nur ganz kurz. 5000 Mal gefühlt spontan eingesprungen bin, weil einfach so viel Scheiße schiefgelaufen ist, muss man einfach mal platt sagen. Da bin ich dann zum 5000 Mal eingesprungen. Und das war ein urig langweiliges Speedrunner. Und Veni hat das kommentiert und ich konnte kaum was zu dem Game sagen und irgendwann war einfach so die Nackenschelle. Und da war ich einfach mal für eine Minute oder so weg. Ich meine, ich weiß nicht genau, wie lange du weg warst, das wirst du besser beurteilen können, aber... Wie gesagt, ich war ja, es war nicht allzu lang, auf jeden Fall. Ich war nur eine Minute weg. Ja. Nee, aber das ist halt tatsächlich auch so ein... Ich meine, das selber zu runnen ist, glaube ich, gar nicht so langweilig gewesen, aber es... gab halt nicht so wirklich viel zu erzählen und zu erklären dazu und nee, der Run ging dementsprechend auch noch eine anderthalb Stunde. Ja, der war auch ziemlich lang. Boah, ekelhaft. Mhm. Ja, aber beim RPG Limit Break, da habe ich es ja auch auf 15 Stunden am Stück geschafft. Und insgesamt war ich zu dem Zeitpunkt dann auch schon, also am Ende dann irgendwie 35 Stunden am Stück wach und davon halt die letzten 15 Stunden komplett durchkommentiert. Obwohl, nee, da war ich kurzzeitig mit dem Hund auch noch draußen zwischendurch. Da bist du ja sogar kurz noch eingesprungen, Titel, glaube ich, ne? Bei RPG Limit Break. Ja, okay. Ich glaube bei Super Mario RPG, oder? Oder war das doch jemand anderer? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ah, nee, ich bin da nicht eingesprungen. Das war einfach nur... Oh, Time. Yay. Hey. Das war nach dem Run, den ich eh kommentiert hätte. Also, wo ich kommentiert habe. Und da warst du noch nicht da und da habe ich dann so gesagt, ja, ich bleib gerade kurz da, bis Veni da ist. Nee, ich war schon da, ich bin aber mit dem Hund kurz rausgegangen und in der Zeit bist du da gewesen oder da geblieben. Oder so rum, ganz komisch. Ich guck gerade, mit der Zeit wäre sie RS, keine Ahnung, jetzt tatsächlich auf Platz 5 im Ranking, also in der Rangliste. Und gerade mal 6 Sekunden hinter Platz 4 und 12 Sekunden hinterm dritten Platz. Immerhin.